Heute möchte ich mit euch das Unternehmen aus den USA, Adobe, analysieren. Das Unternehmen wird den meisten von euch ein Begriff sein und ist im Bereich Grafikdesign, Videoschnitt, aber auch in ganzen Digitalisierungsprozessen vertreten. Und ich bin überzeugt, dass viele von euch noch gar nicht genau wissen, in welchen Bereichen das Unternehmen überhaupt seine Gewinne und Umsätze erzielt. Ein weiterer Punkt dieser Analyse wird sein, dass wir uns den Kursverlauf anschauen, diesen auch vergleichen mit direkten Konkurrenten und natürlich auch ganz zum Schluss werden wir schauen, wie das Unternehmen aktuell bewertet ist und ob die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt ein Kauf ist oder nicht. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig ihr Geld zu investieren an der Börse, sei es via Einzelaktien, ETFs oder Optionen. Wie anfangs erwähnt, möchte ich heute mit euch das Unternehmen Adobe analysieren und hierzu starten wir doch gleich mal mit dem langfristigen Kursverlauf der Aktie im Vergleich mit seinen Konkurrenten. Hier gehen wir gleich mal rein in den 10-Jahres-Vergleich. Als Vergleichsunternehmen habe ich Microsoft und Google beigezogen und den S&P 500 als Vergleichsindex. Es ist natürlich immer etwas schwierig, bei so spezialisierten Unternehmen auch Konkurrenten zu finden, welche direkt als Konkurrenten bezeichnet werden können. Bei Adobe ist es wirklich nicht ganz einfach, aber ich denke, vor allem mit Microsoft haben wir hier schon ein sehr gut vergleichbares Unternehmen oder Großkonzern gefunden. Und Google überschneidet sich in gewissen Bereichen auch mit den Produkten, Dienstleistungen für Adobe. Somit denke ich, macht dieser Vergleich durchaus Sinn und hilft uns, vor allem den Kursverlauf langfristig etwas besser einschätzen zu können. Gut, eben über diese 10 Jahre verglichen hätte die Aktie von Adobe ca. 883% Kursgewinn erzielt und wäre somit leicht führend. Man muss aber hier erwähnen, dass wir hier bei diesem Kursverlauf keine Dividenden hinzugerechnet haben. Wenn wir das jetzt auch noch berücksichtigen würden, hätte Microsoft hier doch ein Stück weit die Nase vorne. Wir sehen auch jetzt hier Microsoft über 10 Jahre ca. 807% Kursgewinn. Alphabet oder Google mit 447% Kursgewinn über 10 Jahre und der S&P 500 hätte immer noch stolze 179% Kursrendite erzielt über diese Zeit. Im 5-Jahres-Vergleich hat dann Microsoft ganz klar die Nase vorn mit 193% ohne Dividende. Mit Dividende wäre das natürlich noch mal ein bisschen mehr. Adobe und Google sind etwa gleich auf mit 86,7% und 84,7%. Der S&P 500 hat innerhalb der letzten 5 Jahre immer noch 53% Rendite erzielt. Im Einjahresvergleich kehrt sich das Ganze wieder etwas. Da hat der S&P 500 die Nase vorn und hat nur 15% an Wert verloren. Danach folgt Microsoft mit minus 28%. Danach Alphabet mit minus 35,5% und abgeschlagen mit minus 48,4% folgt dann Adobe. Was man jetzt hier auch noch spannenderweise sieht, was ich noch kurz erwähnen möchte, wenn wir uns gerade dieses Kursbild vor Augen haben, dass es hier im September, ca. Mitte September, zu einem starken Einbruch des Kurses kam bei Adobe. Und das hat mit der Bekanntgabe der Übernahme des Konkurrenten Figma zu tun. Man möchte das Unternehmen für 20 Milliarden US-Dollar übernehmen und diese Übernahme oder die Ankündigung der Übernahme nur schon hat tatsächlich zu einem rechten Kurseinbruch geführt. Und das ist natürlich gewissermaßen auch verständlich, weil 20 Milliarden für ein Unternehmen, das nicht börsenkotiert ist, das ist ein absoluter Rekordpreis. Und
Auch diese Summe lässt sich von Adobe nicht einfach aus der Portokasse bezahlen. Da müssen Schulden aufgenommen werden. Und deshalb ist es natürlich schon verständlich, dass man bei einem solchen stolzen Preis ja hier gewisse, ja, ich sag mal, Unsicherheiten vorherrschen oder dass man einfach das Gefühl hat, ja, übernimmt sich hier Adobe nicht etwas? Das wird sich natürlich dann erst in Zukunft zeigen. Aber ich denke mal, rein vom Gedanken her macht es durchaus Sinn, diese Übernahme. Vom Preis kann man es natürlich darüber streiten, ist bestimmt kein Schnäppchen, weil Figma war gerade erst letztes Jahr, im Jahr 2021, noch mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Jetzt möchte Adobe dieses Unternehmen für das Doppelte übernehmen und wir befinden uns ja gerade in einem Umfeld, wo die Aktienkurse tendenziell doch eher sehr stark gefallen sind, gerade bei Technologieunternehmen. Und da muss man sich schon fragen, wieso Adobe hier wirklich diese stolze Summe in den Raum schmeißt, sage ich mal so, und ob das wirklich gerechtfertigt ist. Und die Börse ist hier offenbar der Meinung, dass es zu teuer war und deshalb kam es hier wirklich zu einem dermaßen starken Einbruch, obwohl die Aktie zuvor schon sehr stark gelitten hat. Da gehen wir aber später nochmal etwas genauer darauf ein. Okay. Nun mal zur kleinen Einstufung, zur Einschätzung von Adobe. Wir haben es hier mit einem sehr großen Technologieunternehmen zu tun. Man ist hier eigentlich, mal schauen, das ist hier Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, circa Platz 9 der wertvollsten Technologieunternehmen anhand des Markenwertes. Also man ist hier nur knapp hinter Instagram, noch vor Intel, vor SAP vom Markenwert. Das ist also wirklich ein internationaler Großkonzern, der eigentlich aus der Digitalszene, Digitalbranche nicht mehr wegzudenken ist. Um mal das Ganze einzuschätzen, in welchem Markt man hier tätig ist und ob dieser Markt, diese Branche überhaupt zukunftsträchtig ist, habe ich hier bei Statista eine interessante Statistik gefunden über den Markt von Grafik-Software-Applikationen und man sieht hier schon, dass dieser Markt wirklich sehr, sehr stark am Wachsen ist, in der Vergangenheit auch sehr starke Wachstumszahlen ausgewiesen hat. Man sieht hier einen Gesamtumsatz von ca. 24 Milliarden US-Dollar, der hier jährlich erzielt wird und Adobe hat sich hier einen sehr großen Anteil am Kuchen gesichert. Und gerade auch die Bereiche Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Animation, Rendering etc. Da ist Adobe überall tätig und das sind alles Bereiche, die nach wie vor sehr attraktive Wachstumsraten vorweisen. Und deshalb kann man schon sagen, dass das Unternehmen wirklich schon relativ stolz bewertet ist, eine hohe Marktdurchdringung auch bereits erzielt hat, aber nach wie vor ist der Markt immer noch am Wachsen. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, in der Zukunft gehe ich auch schwer davon aus, dass dieser Markt weiter wachsen wird, weil es wird immer mehr digitalisiert. Es geht immer mehr in diese Social Media Bereiche rein, Kreativität von YouTube, die ganzen Creators, die brauchen einfach gute Software, um ja, schlussendlich auch ihre Angebote zu erstellen und Unternehmen müssen immer kreative Videoclips machen, Videobearbeitungssoftware, Bildbearbeitungssoftware, das wird immer mehr gebraucht und immer wichtiger und wenn man hier sich gut positioniert, gehe ich wirklich davon aus, dass das auch ein sehr langfristiger Trend sein wird und der Markt wirklich sehr, sehr spannend ist. Hier habe ich auch bei Statista diese interessante Statistik gefunden, wo man einfach mal den Marktanteil am Grafik- und Fotobearbeitungssoftware-Markt 2022 sieht und da ist eigentlich Adobe überall vertreten. Also man hat hier wirklich eine Marktdominanz, kann man nicht anders sagen. Adobe Photoshop alleine als Produkt hat einen Marktanteil von 35%, die Creative Suite hat 26%. Da gibt es aber auch Überschneidungen oder das Photoshop ist dann teilweise da irgendwo schon integriert, aber wenn man das jetzt vergleicht mit Microsoft Visio, wo nur 5% Marktanteil hat, sieht man hier schon, dass Adobe hier einfach ganz klar der Platzhirsch ist und alle anderen Player werden eigentlich nur mit 15% hier bewertet
Und somit gibt es hier eigentlich keinen, aktuell noch keinen großen Player, der Adobe quasi das Wasser reichen kann. Aber man muss schon sagen, es kommen langsam aber sicher immer mehr Konkurrenten auf den Markt mit Canva oder Figma, wo man jetzt eben auch übernommen hat, wo man sagen muss, okay, es ist nicht mehr so, dass die Marktstellung von Adobe wirklich über die nächsten 10, 20 Jahre absolut gesichert ist. Das ist ein relativ schnelllebiger Markt, da können auch neue Unternehmen aufkeimen und Adobe reagiert hier relativ aggressiv mit Übernahmen und versucht dann solche Player schnell mal vom Markt zu nehmen oder sich anzueignen, um hier wirklich seine Marktstellung auch weiterhin behalten und ausbauen zu können. Nun gehen wir mal rein in die ganze Produktpalette und schauen uns an, in welchen Bereichen Adobe überhaupt tätig ist und was für Produkte überhaupt angeboten werden. Das ist nicht ganz einfach zu überschauen, aber man kann mal einen Blick auf die Website von Adobe werfen und ich habe das eigentlich so mal in drei Teile unterteilt. Zum einen, bestimmt der größte Teil, ist das Thema Kreativität. Also man hat sich auch bei Adobe an die Fahne geschrieben, man möchte hier wirklich quasi überall, wo Kreativität ausgeübt wird, möchte man hier tätig sein und Hilfestellungen anbieten mit Produkten. Dann ein weiterer Bereich ist das ganze Thema Dokumentprozesse. Da gibt es ein starkes Produkt, eine Software mit dem Adobe Acrobat. Das ist wahrscheinlich jedem von euch ein Begriff, wo es darum geht, PDFs zu erstellen, Dokumente einzuscannen, diese Dokumente dann so umzuwandeln, dass sie möglichst wenig Speicherplatz verwenden, dass man sie gut weitersenden kann, wieder bearbeiten kann, unterzeichnen kann etc. Also das ist eigentlich ein Produkt, das gibt es schon sehr, sehr, sehr lange und das wird immer wieder weiterentwickelt. Da hat man nach wie vor immer noch die führende Marktstellung mit Adobe, mit diesem Produkt. Und das wird bestimmt auch weiterhin ein sehr wichtiges Produkt bleiben für Adobe und ist einfach von der Handhabung her so wirklich benutzerfreundlich und hat sich so gut etabliert, dass es quasi wirklich schon einen sehr großen Burggraben um sich herum aufgebaut hat. Dann der dritte Teil, was eigentlich das zweitwichtigste Segment von Adobe ist, ist das ganze Thema digitale Transformation. Da werden wir jetzt ein bisschen einschauen, was für Produkte das es gibt. Nur ganz kurz anschneiden, aber da geht es eigentlich im Prinzip um Datenanalyse. Da versucht man Unternehmen zu helfen, seine Kunden besser kennenzulernen mit Software, mit Content-Management-Systemen, mit Experience-Management-Plattformen oder auch mit zum Beispiel Plattformen, wo man Lernvideos erstellen kann. Das ganze Thema Digitalisierung wird hier eigentlich in diesem Bereich dann so ein bisschen abgebildet. Jetzt gehen wir mal in den Bereich Kreativität rein, was es hier für Produkte gibt. Da ist bestimmt das Produkt Adobe Photoshop vielen von euch ein Begriff. Jeder, der irgendwas mit Grafiken zu tun hat, der irgendwelche Banner erstellen muss oder Foto bearbeitet, der kennt das Produkt. Das ist sehr stark verbreitet im Markt und hier lassen sich einfach wirklich jegliche Arten von Fotos bearbeiten, ausschneiden, retuschieren etc. Das ist wirklich ein unglaublich starkes Produkt, das man über Jahre und Jahrzehnte weiterentwickelt hat und eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus der ganzen Kreativszene. Dann hat man hier eben auch im Bereich Videobearbeitung mit Premiere Pro eine Software, wo bereits auch kleine Creators ihr Video schneiden können, bearbeiten können, aber auch von ganzen Filmstudios wird diese Software verwendet, um hochkomplexe Filme zu erstellen. Das ist auch ein sehr, sehr starkes und wirklich sehr weit verbreitetes Tool, weit verbreitete Software. Dann haben wir das Thema InDesign, wo Bücher erstellt werden können, Layouts von Büchern, von digitalen Magazinen, E-Books, Posters, interaktive PDF. Wir haben den Illustrator, wo wir Icons erstellen können, wo einfach auch wieder im Bereich Grafikdesign sehr weit verbreitet ist. Und dieses ganze Package an Video-Bildbearbeitung, das ist wirklich im Markt sehr, sehr gut angekommen und sehr weit verbreitet.
vor allem im professionellen Bereich. Und gerade für Anfänger, für Einsteiger hat man noch nicht vor allzu langer Zeit das Produkt Adobe Express eingeführt, das eigentlich sehr einfach zu bedienen ist, das nicht ganz die Tiefe hat wie jetzt ein Photoshop, aber vielfach benötigt man das gar nicht, wo man hier zum Beispiel für YouTube die ganzen Anzeigebilder erstellen kann oder mal schnell vielleicht eine Speisekarte für ein Restaurant erstellt werden kann mit ein paar wenigen Klicks. Da gibt es bereits auch günstige oder sogar kostenlose Einstiegsprogramme von Adobe. Das ist so, jetzt sagen wir so, die wichtigsten Programme, Dienstleistungen im Bereich Kreativität. Es gibt hier noch zig mehr. Ich habe mir mal so ein paar rausgesucht. Da geht es auch darum, zum Beispiel Schriftarten zu erstellen. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ihr könnt euch mal auf der Webseite von Adobe die ganzen Produkte anschauen und bekommt da ein relativ gutes Bild davon, was hier alles angeboten wird. Dann gehen wir mal in den Bereich des Experience Businesses rein, also das ganze Thema digitale Transformation. Da geht es wirklich einfach darum, Einblicke aus Daten von Kundinnen und Kunden zu gewinnen, um dadurch sein eigenes Business zu verbessern, um sein Marketing zu optimieren, um schlussendlich einfach besser auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen zu können. Da gibt es sehr viele Produkte. Ich habe hier mal auch einige als Beispiel herbeigezogen. Ihr könnt euch mal vielleicht kurz Pause drücken bei diesem Video und mal kurz die ganzen Headlines hier dieser Produkte anschauen. Und da werdet ihr sehr schnell einen Überblick bekommen, was hier alles angeboten wird. Und gerade dieser Bereich dürfte vielen von euch noch unbekannt sein. Viele haben vielleicht gedacht, dass es bei Adobe nur wirklich um das Thema Kreativität geht. Aber der Bereich Digitalisierung und Unterstützung auch von Geschäftsprozessen, auch in diesem Bereich ist Adobe sehr stark und zeichnet sehr, sehr hohe Umsätze aus, wie wir auch noch sehen werden. Dann kommt eben noch der letzte Punkt, das lässt sich jetzt vielleicht auch etwas im Bereich Kreativität noch einordnen, einfach das Thema effiziente Dokumentenprozesse. Und da ist wirklich das Thema PDF groß geschrieben. Da geht es darum, Dokumente zu scannen, zu bearbeiten, weiterzugeben, eben möglichst komprimiert, ohne große Speicherkapazitäten, wie man Unternehmen auch und Dokumente auch unterzeichnen kann, damit das auch wirklich akzeptiert wird von vielen Stellen. Das ist auch ein wichtiges Thema, wo Adobe sehr, sehr stark ist. Okay, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Überblick verschaffen, was für Produkte und Dienste das Adobe anbietet. Jetzt versuchen wir mal, diese Produkte und Dienste umsatztechnisch etwas anzuschauen, welche das denn wirklich relevant sind für Adobe und welche eher weniger. Und hier gehen wir jetzt mal in den Aktienfinder rein. Ich sehe jetzt hier einen kleinen Fehler. Die Quelle ist hier nicht Statista, sondern der Aktienfinder natürlich. Und da sehen wir, dass eigentlich drei Segmente aktuell ausgewiesen werden, wo man seinen Umsatz bei Adobe erzielt. Der Bereich Digital Media, eben da geht es mehr in das Thema Kreativität rein, Digital Experience, das ganze Thema Digitalisierung und dann auch Publishing and Advertising, wo es dann darum geht, eben auch Bücher, E-Books zu erstellen, zu publizieren und einfach auch zu vermarkten. Das ist aber ein sehr kleiner Bereich. Es geht hier vor allem um die zwei Bereiche Digital Media und Digital Experience. Und vielleicht kann man zuerst mal ganz kurz das runterbrechen und sagen, dass im Jahr 2021 dass der Gesamtkonzern Adobe ca. 15,8 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt hat. Da ist ein unglaubliches Wachstum, eine unglaubliche Dynamik drin, wenn man mal hier die Entwicklungen anschaut. Im Jahr 2015 erzielte man noch ca. 4,8 Milliarden Umsatz, 2016 waren das schon 5,8 Milliarden, 2017 7,3 Milliarden, 2018 9 Milliarden, 2019 11 Milliarden. Und das Wachstum hat sich wirklich sehr, sehr kontinuierlich so weiterentwickelt des Umsatzes. Was man sagen muss, ist, dass der Bereich eben Digital Media, der Kreativitätsbereich, immer wichtiger wurde. Der macht 73% vom Gesamtumsatz aus. Und
Sieht auch so aus, als ob das tendenziell eher wachsen wird. Digital Experience sind aktuell ca. 24,5%. Das war auch schon mehr. Also eben, man kann schon das Ganze runterbrechen und sagen, das Wichtige, der wichtigste Segment für Adobe ist wirklich das Thema Grafiken, Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Kreativität im Allgemeinen. Okay, nun schauen wir uns mal an, wie sich denn auch der Umsatz entwickelt hat hier anhand dieser Grafik, wie sich die Margen entwickelt haben von Adobe. Und da sieht man, dass es hier eigentlich seit 2013, 2014, dass es hier eigentlich zu einer wirklich signifikanten Beschleunigung der Umsatzentwicklung gekommen ist. Und das hat in erster Linie damit zu tun, dass man im Jahr 2013 eigentlich die Umstellung auf Cloud-basierte Software vollzogen hat. Also man ist weggekommen vom Verkauf von einzelnen Produkten, von einzelnen Software, die man irgendwo physisch gekauft hat, und hat das Ganze in eine Cloud verlagert und ein Abo-Modell an die ganzen Software angehängt. Und das hat wirklich zu einem enormen Boost des Umsatzes und auch der Profitabilität des Gewinnes geführt, weil es natürlich unglaublich wertvoll ist, seine Kunden so binden zu können. Weil wenn man sich vorstellt, man schließt ein Abo ab und hat die ganzen Grafikbearbeitungsprogramme und zahlt dann eigentlich jährlich immer wieder eine Gebühr, hat dann auch immer die neueste Version dieser Software, aber zahlt automatisch jährlich immer die Gebühr, die werden immer wieder abgezogen von der Kreditkarte, und so bleibt man eigentlich immer treu und zahlt dafür. Und bevor dieses Abo-Modell und dieses Cloud-Modell nicht war, dann hat man vielleicht teilweise über Jahre eine veraltete Software und dachte sich, ja, das reicht noch, und es war mühsam, vielleicht das Ganze abzudaten. Und hier sieht man mal einfach, wie kleine Veränderungen im Geschäftsprozess, im Geschäftsmodell, was das für unglaubliche Auswirkungen haben kann auf die Entwicklung des Umsatzes und auf die Kundenbindung. Das ist hier wirklich bei Adobe ein Paradebeispiel, das wirklich dieses Cloud-Geschäft einfach zu einer unglaublichen Steigerung geführt hat. Und man sieht hier einfach unglaubliche Zahlen. Aktuell, jetzt die Zahlen vom August 2022, man hat eine Bruttomarge von ca. 87%, eine operative Marge von 35%, eine Nettomarge von 28%. Und diese Marge ist eigentlich jetzt hier eben seit 2013, 2014 kontinuierlich gestiegen, bis jetzt hier aktuell gibt es hier wieder einen kleinen Knick, weil natürlich man jetzt auch sagen muss, dass Corona das Geschäft schon nochmal etwas beflügelt hat, aber jetzt man auch sieht, dass das schlussendlich hier auch nun ein bisschen das Ganze wieder etwas zurückkommt. Aber es gibt hier eine Stabilisierung der Marge auf hohem Niveau, und man geht eigentlich davon aus, dass in Zukunft diese Marge weiterhin gesteigert werden kann durch Preiserhöhungen, da man einfach die Kunden so an sich binden konnte. Okay, jetzt schauen wir uns mal den Gewinn an von Adobe, und auch hier sieht man ganz krass, wirklich ganz krass, den Cut, der stattgefunden hat. Hier 2013 ist man umgestiegen auf das Cloud-basierte Geschäftsmodell, was ich vorhin erwähnt habe, und dann ging es eigentlich wirklich ab. Also da sieht man dann, dass es hier eigentlich zu Verdopplungen des Gewinns kam innerhalb mehrerer Jahre, und dann einfach wirklich sehr starke Steigerungsraten. Hier Corona hat den Gewinn auch nochmal wahnsinnig geboostet. Da hat man auch nochmal 80-90% Gewinnsteigerung mitnehmen können in diesem Jahr. Aber jetzt hier sieht man aktuell vom Jahr 2020 aufs Jahr 2021, dass der Gewinn wieder etwas zurück ist. Aber absolut kein Problem, weil dass natürlich einfach dieser Corona-Boost hier sich langsam wieder etwas normalisiert. Man kommt langsam wieder auf ein normales Niveau zurück, ist aber immer noch wirklich in einem sehr hochprofitablen Bereich tätig. Nun schauen wir uns hier nochmal an, wie sich, sieht man einfach noch vom Aktienfinder die Gewinn- und Cashflow-Situation, nicht vom gesamten Gewinn, sondern der Gewinn pro Aktie. Und hier sieht man eben auch nochmal schön hier im grünen Bereich, wie der Gewinn stark gestiegen ist, jetzt einfach etwas zurückgekommen ist.
weil halt eben das ganze Corona-Thema wieder vorbei ist, also sich langsam normalisiert. Man geht jetzt auch davon aus, dass der Gewinn hier eher stagniert, vielleicht mal auch kurzfristig leicht zurückgeht aufgrund der wirtschaftlichen Thematik, die wir aktuell haben. Aber danach, wenn dann die Wirtschaft wieder anzieht, dann hat das auch wieder direkten Einfluss auf den Gewinn von Adobe. Man akquiriert ja auch immer wieder Unternehmen, welche bereits profitabel sind und dann auch wieder etwas zum Gewinn beitragen, wie zum Beispiel Figma. Und somit sollte dann auch langfristig der Gewinn wieder schön ansteigen. Payout Ratio, also diese schwarze Linie, die wir hier sehen, die hat hier eigentlich 2005 aufgehört, weil man seitdem einfach keine Dividende mehr zahlt. Man investiert den Gewinn ins Geschäft, ins Business, in Übernahmen und pusht so einfach das Wachstum. Und das ist von vielen Investoren so natürlich auch gewünscht und absolut sinnvoll. Jetzt gehen wir mal in die Bilanz rein von Adobe und schauen uns an, wie das mit der Verschuldung aussieht, vom Kernvermögen. Und hier sieht man eigentlich grundsätzlich ein positives Bild. Wir haben eine Gesamtschuldenquote von lediglich 25%, sehr tief. Auch wichtig zu erwähnen, von dieser Gesamtschuldenquote sind lediglich 9,5% verzinst. Also man hat verzinste Schulden von ca. 4,6 Milliarden US-Dollar. Wenn man jetzt das gegenübersetzt zur Tilgungskraft, also eigentlich zu dem Cashflow, das reinkommt, zum freien Cashflow, das man eigentlich dann aufwenden kann, eben für Wachstum, für Akquisitionen etc., beträgt diese Tilgungskraft 7,1 Milliarden. Und somit kann man eigentlich sagen, dass man in etwas mehr als einem halben Jahr, vielleicht in einem Dreivierteljahr, bereits eigentlich komplett seine Schulden, auf die man Zinsen zahlen muss, komplett bereinigen könnte und somit eigentlich hier einen neutralen Zinsaufwand hätte. Das ist immer sehr, sehr positiv zu werten und darauf achte ich auch oftmals bei meinen Analysen, dass man einfach weiß und sieht, hey, ist das Unternehmen fähig, seine Schulden innerhalb kurzer Zeit zurückzufahren, wenn es nötig wäre, oder einfach ja, grundsätzlich zu sehen, wie ist das Verhältnis von Schulden zum Cashflow. Und das ist hier absolut positiv zu werten. Das ist absolut kein Problem. Und was man aber auch sieht, ist ein durchaus hoher Anteil an Goodwill. Also da wird hier mit 12,7 Milliarden ausgewiesen. Und da muss man wirklich immer etwas genauer darauf achten. Und das ist jetzt doch auch ein Wert, der nicht mehr so ganz unkritisch ist. Was ist denn der Goodwill? Der Goodwill ist zum großen Teil schlussendlich einfach der Mehrpreis, den man für Übernahmen bezahlt. Also jetzt zum Beispiel Figma. Die 20 Milliarden, die man bezahlt für das Unternehmen, da ist ein sehr großer Teil darauf, ist Goodwill, also quasi ein Aufpreis, den man bezahlen muss, damit das Unternehmen überhaupt einwilligt auf diese Übernahme. Oder man könnte auch sagen, nein, man ist nicht bereit, das Unternehmen zum aktuellen Wert zu verkaufen, aber wenn jetzt Adobe kommt und sagt, ja, wir zahlen euch das Doppelte, dann muss quasi der Mehrpreis, den man bezahlt, als das Unternehmen effektiv wert wäre, muss ja auch irgendwie bilanziert werden. Und das wäre in diesem Teil dieser Goodwill, den man durch all die akkumulierten Übernahmen, die getätigt wurden, werden hier bilanziert. Und wieso ist das kritisch oder problematisch? Das Problem liegt einfach darin, wenn jetzt Übernahmen getätigt werden und diese Übernahmen dann sich irgendwann mal vielleicht rausstellen, dass die einfach zu teuer waren und die Strategie nicht so aufgeht und sie vielleicht nicht so zu einer Umsatz- und Gewinnbeschleunigung beitragen, wie man das gedacht hat, dann müssten vielleicht irgendwann mal auch Abschreibungen getätigt werden. Und diese würden dann natürlich direkt den Gewinn schmälern und können durchaus zu einem Gewinneinbruch führen und schlussendlich dem Unternehmen dann auch, ja, schlussendlich Kernvermögen dann auch entziehen. Und deshalb sollte man immer darauf achten, bei Übernahmen oder bei großen Übernahmen, sind diese auch sinnvoll, machen diese Sinn, zahlen diese auf die grundsätzliche Strategie des Unternehmens ein oder ja, sind sie zu risikohaft? Und das ist auch ein Mitgrund, wieso das jetzt aktuell der Aktienkurs von Adobe sehr, sehr stark gelitten hat, seit
man die Übernahme von Figma bekannt gegeben hat. Weil das führt schlussendlich eben dazu, dass dieser Goodwill-Anteil weiter steigt. Man sieht auch, wie soll denn das Ganze finanziert werden? Man hat hier ein Kernvermögen von 8,2 Milliarden, die Übernahme kostet 20 Milliarden. Sprich, man muss hier irgendwie zu diesem Geld kommen und Schulden aufnehmen. Ein Teil davon wird sicher aus den Treasury Stocks bezahlt, also macht ja einen sehr großen Anteil aus. Also das ist schlussendlich die zurückgekauften Aktien, die Adobe immer wieder getätigt hat. Es gab immer wieder Aktienrückkäufe. Und diese kann man natürlich quasi wie eine eigene Währung verwenden, um dann auch Übernahmen zu stemmen. Aber ein Unternehmen, das übernommen wird, lässt sich oftmals nicht nur auf einen Deal mit eigenen Aktien ein, sondern möchte zu einem gewissen Teil auch Cash haben. Und da reicht das wahrscheinlich nicht aus, um aus dem aktuellen Bestand diese Übernahme zu stemmen. Und das wird wahrscheinlich zu einer Aufstockung der Schuldenquote führen. Ist jetzt aber in diesem Fall nicht problematisch, weil die Schuldenquote sehr tief ist und man eben einfach einen sehr, sehr hohen freien Cashflow zur Verfügung hat, um diese Schulden dann auch in der kürzeren Zeit wieder zurückzuzahlen. Somit meine kurze Einschätzung zu dieser Übernahme. Ja, es ist wahrscheinlich sehr teuer, aber es wird auch seinen Grund haben. Also Adobe zahlt nicht umsonst einen so hohen Aufpreis, weil das Problem ist einfach, wenn diese Übernahme jetzt nicht stattgefunden hätte, also gut, sie könnte immer noch abgesagt werden, aber wenn die Übernahme jetzt nicht stattfindet, könnte sich ein Konkurrent das Unternehmen Figma einverleiben, zum Beispiel Microsoft. Und das ist natürlich für Adobe wirklich sehr wichtig zu verhindern, weil Figma hat ein sehr, sehr starkes Umsatzwachstum und die Nutzer von Figma sind sehr begeistert. Und das könnte dazu führen, dass dann halt Nutzer, die aktuell Photoshop oder andere Produkte von Adobe verwenden, dass die dann abwandern zu Figma. Und wenn ein Konkurrent, zum Beispiel Microsoft, dieses übernimmt, dann hat man irgendwann einfach ein Problem. Und somit kann man schon sagen, dass das quasi ja ein bisschen eine feindliche Übernahme ist. Man hat versucht, möglichst schnell einen aufstrebenden Konkurrenten aus dem Markt zu nehmen und kann natürlich dann auch Synergien nutzen, ganz klar. Also man kann ja das Produktportfolio und die Produkte von Figma verwenden, um seine eigenen Produkte zu verbessern. Das ist natürlich ganz klar auch eine Strategie, aber ein Großteil ist wahrscheinlich wirklich halt ein bisschen auch die Furcht davor, dass ein so aufsteigender Konkurrent innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr mächtig werden könnte und vielleicht von einem Konkurrenten wie Apple, Microsoft, Google übernommen werden könnte. Und deshalb muss man das Ganze wirklich immer im Gesamtkontext betrachten bei so Übernahmen. Und deshalb bin ich jetzt auch auf das Thema Goodwill hier so ein bisschen detaillierter eingegangen, um das Ganze auch etwas zu relativieren. Grundsätzlich, bilanziell, von der Bilanz her, sehe ich kein großes Problem. Wenn sich jetzt das Ganze noch weiter aufbläht, hier vom Goodwill, die Schulden exorbitant steigen, dann sieht es dann wieder anders aus. Aber ich denke nicht, dass das jetzt hier komplett ausufern wird. Somit, meiner Meinung nach, kein großes Problem. Die Gesamtschuldenquote ist in den letzten Jahren auch eher gesunken. Somit ist es absolut in Ordnung, wenn es hier mal wieder etwas aufgestockt wird. Sehe ich kein großes Problem. Hier an dieser Grafik sieht man nochmal die Aktienrückkäufe, die stattgefunden haben. Also die Anzahl der ausstehenden Aktien sind eigentlich kontinuierlich gestiegen. Hier 2006 waren das ca. 700 sind das Millionen Aktien. Ja, einfach hier von der Grafik her, von der Relevanz her, sieht man einfach ganz klar, dass die Anzahl Aktien sehr stark zurückgegangen ist. Also man hat immer wieder eigene Aktien zurückgekauft. Das sieht man hier auch ganz klar an diesem Bereich Treasury Stocks, der einfach sehr stark hier aufgebläht wurde. Und das ist für Aktionäre grundsätzlich positiv zu werten, da es einfach den Kurs befeuert. Es sind auch weniger Aktien am Markt, das heißt, wenn die Nachfrage nach Aktien gleich bleibt, aber das Angebot zurückgeht, dann führt das einfach schlussendlich einfach dazu, dass der Kurs steigt. Und wenn du als Aktionär deine Position gleich behältst, führt das schlussendlich auch dazu, dass du prozentual gesehen einen immer leicht größeren Anteil am Unternehmen besitzt, auch wenn du gar nicht mehr Aktien kaufst. Und das ist natürlich schon interessant für Aktionäre.
Okay, nun gehen wir mal in die Bewertung rein und schauen uns an, ob Adobe aktuell interessant bewertet ist oder nicht. Und hier kann man schon mal ganz klar sagen, dass aufgrund des starken Kursrückgangs, also im Extremfall jetzt seit Anfang 2022 bis zum Tiefpunkt im circa September, Oktober 2022 ist der Kurs von Adobe um ca. 60% eingebrochen. 60%, also das ist schon eine Hausnummer. Und das hat natürlich jetzt auch einen enormen Einfluss auf die Bewertungskennzahlen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die letzten 10 Jahre, hatten wir ein durchschnittliches KGV, bilanziertes KGV von 57. Also das ist schon ein sehr hohes KGV. Und aktuell ist dieses auf ca. 29,5 eingebrochen, also historisch betrachtet sehr tief. Auch das bereinigte KGV, aktuell 22,5, das war im historischen Durchschnitt über die letzten 15 Jahre bei 37. Auch hier ein klares Anzeichen auf eine sehr attraktive Bewertung. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis aktuell bei 18,5, historisch bei 27,4. Kurs-Umsatzverhältnis aktuell bei 8,2. Historisch bei 10,8. Also alle Kennzahlen weisen aktuell auf eine eher attraktive Bewertung hin, auf eine Unterbewertung. Und das sieht schon sehr interessant aus. Wir können uns das jetzt auch mal hier anhand des Fair Values von Adobe anschauen. Also man sieht jetzt hier schwarz, das ist der Aktienkurs. Da sieht man nochmal ganz klar den krassen Einbruch. Hier um ca. 60% bis zum Tiefpunkt. Hat sich aktuell wieder etwas erholt. Aber man sieht hier schon, dass wenn man sich jetzt hier gerade die braun gestrichelte Linie, das ist der bereinigte, also der faire Wert anhand des bereinigten Gewinns, da hat sich der Kurs in den letzten 10 Jahren eigentlich immer sehr, sehr genau daran orientiert, ist dann aber hier circa ab 2019 ist der Kurs nach oben sehr stark ausgebrochen, ist auch von der Bewertung her, hat sich hier etwas abgehoben, entkoppelt kann man schon sagen. Und jetzt aufgrund des starken Kursrückgangs ist man hier wirklich wieder stark runtergekommen, hat eigentlich den Fair Value sogar unterschritten. Das gab es schon lange nicht mehr bei Adobe. Und muss wirklich aktuell sagen, rein von diesen Kennzahlen her befindet man sich wirklich in einer Unterbewertung, in einem sehr spannenden Bereich von Adobe. Und wenn man jetzt mit dem Aktienfinder anhand dieser Kennzahlen, des Fair Value, des bereinigten Gewinns, das Ganze mal so anschaut bis Ende 2024, was denn jetzt passieren könnte, wenn man sich jetzt wieder diesem Fair Value angleichen würde. Wir gehen jetzt sogar eigentlich nicht von diesem Best-Case-Szenario aus, sondern vom Worst-Case-Szenario, wenn man sich dem Fair Value des Cashflows hier annähern würde, hätte man ein durchaus potenzielles Wachstum oder ja, eine Korrektur nach oben, ein Ausbruch von ca. 59%, der hier durchaus realistisch wäre, um wieder in eine faire Bewertung reinzuwachsen. Dazu müsste aber schlussendlich wirklich halt sich, dürfen jetzt keine allzu schlechten Wirtschaftsdaten mehr kommen. Man müsste wirklich langsam sehen, dass es wirtschaftlich nicht weiter bergab geht, dass man auch bei Adobe diese Umsatz- und Gewinnprognosen einhalten kann. Wenn das gegeben wäre, ist es durchaus realistisch, dass man hier auf kurz-mittelfristige Sicht eine schöne Rendite erzielen könnte. Was man einfach berücksichtigen muss bei Adobe, ist eben einfach das Thema, man muss wirklich im Auge behalten, wie sich die Konkurrenten entwickeln. Und deshalb sehe ich das jetzt mit Figma, mit dieser Übernahme auch nicht so problematisch, weil es schlussendlich einfach langfristig für Adobe sehr wertvoll sein kann, wenn man sich einfach diese Konkurrenten vom Markt wegfegt und deshalb einfach wirklich das Potenzial vorhanden ist, dass man auch weiterhin solche Umsatz- und Gewinnzahlen ausweisen kann.
Und dann müsste sich eigentlich innerhalb von absehbarer Zeit dann der Kurs auch wieder in diese Richtung orientieren. Ob jetzt diese 59% innerhalb von 2-3 Jahren sind, sei natürlich dahingestellt. Es zeigt lediglich das mögliche Potenzial auf, das man hat. Und anhand dieser Bewertungskennzahl muss man einfach sagen, das Potenzial ist sehr interessant bei Adobe. Es ist ein sehr qualitativ hochwertiges Unternehmen, sehr stark finanziert, tiefe Verschuldung, Umsatzgewinnwachstum vorhanden, man hat einen hohen Burggraben und das ist schon sehr interessant. Jetzt haben wir das Ganze mal fundamental betrachtet, jetzt gehen wir mal in die technische Analyse rein und schauen uns mal, was uns denn der Kursverlauf vielleicht noch als Hinweis mitgeben könnte. Hier schauen wir uns mal einen langfristigen Kursverlauf an von Adobe über mehr als 10 Jahre und da sieht man eigentlich einen sehr schönen Aufwärtstrend des Aktienkurses seit 2012, 2011 ist der Kurs wirklich sehr kontinuierlich hier in diesem Bereich, in diesem Kanal aufwärts gegangen und hat jetzt hier Anfang 2022 diesen Aufwärtstrend eigentlich das erste Mal seit 10 Jahren wirklich längerfristig nach unten durchbrochen. Also ist hier wirklich in einen Abwärtstrend geraten. Wir schauen uns das jetzt ein bisschen kurzfristiger an, um das besser zu sehen. Wie vorhin erwähnt, der Kurs ist jetzt seit Anfang 2022 bis circa bis September 2022 um 60% eingebrochen, konnte aber jetzt bis Anfang Mitte November hier schon wieder 24% zulegen. Also man sieht, es ist ein unglaublich volatiler Titel. Da kann innerhalb kurzer Zeit sehr viel passieren. Hier auch der Einbruch Mitte September, eben wegen der Übernahme von Figma. Da gab es nochmal einen rechten Einbruch nach unten. Und man sieht hier einfach wirklich, dass aktuell schon noch ein klarer Abwärtstrend im Kursverlauf zu sehen ist. Man sieht noch keine wirklich stabile Bodenbildung, wo man sagen kann, der Kurs hat sich gefangen, normalisiert. Es sind immer noch sehr starke Schwankungen hier drin. Das sind hier Kerzen auf Wochenbasis, also da sieht man wirklich starke Schwankungen immer noch, das ist sehr volatil, also man ist noch weit davon entfernt, dass man jetzt sagen kann, der Kurs hat sich gefangen und es ist ein klares Einstiegssignal sichtbar, man würde hier immer noch in ein fallendes Messer greifen. Was einem jetzt aber der Kurs oder die Chartanalyse verrät, sind, dass durchaus sehr starke Unterstützungen vorhanden sind. Wo man hier jetzt sieht, da diese Linie hier bei oder diese Unterstützung bei 276 ungefähr, da sollte man sich nicht drauf festnageln. Ich würde jetzt hier eher so eine Range zwischen vielleicht 285 bis 270 mal hier festlegen, wo durchaus eine starke Unterstützung vorhanden ist, die hier schon jetzt auch im September gehalten hat. Die war ursprünglich mal ein Widerstand. Hier im September 2018, auch ein Widerstand im Mai 2019 und ist jetzt eigentlich mittlerweile zu einer Unterstützung mutiert. Das kommt relativ häufig vor und die hat hier gehalten und die hat hier gehalten. Und jetzt ist wirklich interessant, wie sich jetzt der Kurs in nächster Zeit, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es jetzt komplett innerhalb kürzer Zeit nach oben ausbricht, aber man kann sich hier ein bisschen an dieser Unterstützung orientieren, ob das, wenn das wieder hier zurückfällt und hält, kann man das wirklich jetzt in der nächsten Zeit sehr gut beobachten. Ich würde es eher davon abraten, um sofort hier mit großen Summen zu investieren, weil man hat zu wenig Signale, jetzt auch rein von technischer Sicht. Fundamental, absolut alles in Ordnung, aber wir befinden uns einfach in einem Bärenmarkt nach wie vor. Diese aktuelle Korrektur nach oben, die war sehr stark. Das ist natürlich schön, wenn man die mitnehmen konnte. Das wäre aber absolutes Zocken und Pokern gewesen. Also das konnte niemand. Solche starken Aufwärtstrend, die kannst du nicht wirklich präzise deuten. Und als langfristiger Investor kannst du hier nicht dich zu sehr auf so kurzfristige Chartanalysen fokussieren. Du wirst die Zeit dafür wahrscheinlich nicht haben und du wahrscheinlich auch nicht die Lust, dich um solche Themen zu kümmern. Aber Fazit für mich ist schlussendlich einfach, man muss aufpassen.
Wir haben hier starke Unterstützungen, an denen man sich orientieren kann. Also man könnte jetzt durchaus mal sagen, ich investiere bereits mal in 2, 3, 4 Tranchen und könnte jetzt hier wirklich abwarten, bis man hier wieder vielleicht eine kleine Korrektur sieht. Wenn sich das Ganze in diesem Bereich hält, wäre das ein Einstiegssignal, wo man schon mal eine erste Tranche investieren könnte. Falls es dann weiter nach unten ausbrechen würde, vielleicht wenn sich wieder negative Meldungen, wirtschaftliche Verdunklungen oder Krieg etc. wieder ausbricht, dann wird das natürlich auch nicht spurlos in diesem Kursverlauf von Adobe vorüberziehen. Also da könnte durchaus dann noch weiter nach unten ausbrechen, aber dann hätte man schon relativ bald wieder die nächste Unterstützung bei ca. 256. Das wäre dann so ein nächstes Einstiegssignal, wenn das halten würde. Und so denke ich schon, dass wir hier nach jetzt 60% Kurseinbruch nach und nach wirklich in einem Bereich sind, wo man sagen kann, doch, man könnte durchaus mal wagen, wenn es hier sich wieder zu einer kleinen Korrektur kommt, mal mit dem ersten Einstieg beginnen könnte. Und dann sollte man das Ganze wirklich jetzt beobachten, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Wenn sich dieser Abwärtstrend hier, wenn dieser durchbrochen wird, dann hätte man ein klares Einstiegssignal, wo man ein bisschen mehr investieren könnte. Aber solange man hier noch keine Bodenbildung sieht, sobald noch keine wirklich langfristige Gegenbewegung hier feststellen kann, ist meiner Meinung nach als Langfristinvestor jetzt einfach ein pures Zocken. Man kann höchstens eben mit einer ersten kleinen Tranche reingehen, aber man kann sich durchaus immer noch die Finger verbrennen. Es ist immer noch einfach sehr schwierig, das Ganze zu bewerten. Und deshalb möchte ich einfach jeden davor warnen, hier bereits mit zu viel Geld reinzugehen, weil es einfach wirklich noch sehr, sehr schwierig ist. Aber wenn, vielleicht als Fazit, wenn du interessiert bist am Unternehmen, dann haben wir gesehen, dass einfach fundamental das Ganze sehr interessant aussieht. Man hat offenbar die richtigen Strategien, man hat auf das richtige Pferd gesetzt mit der Cloud, mit dem Abo-Modell. Man sieht auch, wie sich der Markt entwickelt, man greift sich mögliche Konkurrenten, man verleibt die ein, man ist hochprofitabel, man hat die Möglichkeit, die Margen weiterhin zu steigern. Die ganze Branche an sich, die ist in einem Wachstumstrend drin, die wird weiterhin wachsen. Und wenn jetzt der Kursverlauf einem noch hier spannende Signale gibt, dann, wenn du nach einem Unternehmen suchst im Softwarebereich, im Cloud-Bereich, Digitalisierungsbereich, dann bist du mit Adobe sicher sehr, sehr gut aufgestellt und hast jetzt die Möglichkeit, oder in nächster Zeit sicher die Möglichkeit, dich hier an einem Unternehmen zu beteiligen, zu einem Preis, den es schon lange nicht mehr gab, zu einem fairen Preis, den es schon lange nicht mehr gab, sozusagen. Deshalb würde ich das wirklich sehr gut beobachten und wäre absolut auch für mich persönlich eine sehr spannende Gelegenheit hier, in absehbarer Zeit mal mit einer ersten Tranche zu investieren. Okay, ich hoffe, dir hat diese Analyse gefallen und du konntest etwas davon lernen. Ich möchte einfach noch darauf hinweisen, dass das Ganze keine Anlageempfehlung ist. Ich habe hier lediglich aus meiner Sicht gesprochen. Ich habe natürlich die Quellenangaben gemacht, also da könnt ihr gerne auch noch kontrollieren und euch weiter detailliert dazu informieren. Aber grundsätzlich eben einfach der Hinweis, es ist keine Anlageberatung, das ist lediglich meine Meinung, die ich hier wiedergegeben habe. Wenn dir diese Analyse gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du mir ein Abo da lässt. Ich werde weiterhin immer wieder spannende Analysen veröffentlichen oder auch mal über Themen sprechen, die nichts mit einer direkten Aktie oder mit einer Einzelaktie zu tun haben. Somit wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du mich weiter verfolgen würdest. Und wenn du grundsätzlich daran interessiert bist, für dich herauszufinden, was du für einen Anlagetyp bist, ob du mehr der Typ bist für solche Einzelaktien oder ob dir das Ganze einfach zu zeitintensiv ist, zu kompliziert, ob du vielleicht eher einen passiven Ansatz mit ETFs für dich abbilden möchtest, kann ich dir hier sehr gerne weiterhelfen. Schau doch mal vorbei auf meiner Website www.matthiaschristen.com und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Ich werde mich dann sehr gerne mit dir in Verbindung setzen und wir schauen uns ganz unverbindlich deine aktuelle Ist-Situation an, wie du bereits aufgestellt bist oder wie du starten möchtest und können dann eine sehr individuelle Anlagestrategie für dich entwickeln.
Und mein Ziel ist immer, dass ich mit meinen Kunden schlussendlich sie so weit bringe, dass sie künftig ihre Anlageentscheidungen absolut selbstständig tätigen können und nicht angewiesen sind auf irgendwelche Tipps von Anlageberatern oder von Freunden und Verwandten, sondern jeder Mensch hat seine individuellen Bedürfnisse und Ziele und diese sollte man auch selbstständig erreichen können. Und dazu kann ich natürlich sehr gut Hilfestellung leisten. Wie gesagt, schau mal vorbei auf www.matthiaschristen.com. Ich danke dir fürs Zuschauen, ich danke dir für deine Unterstützung. Dein Matthias Christen.